Das ging aber mal schnell. Borussia Dortmund hat auf den Ausfall von Rechtsverteidiger Thomas Meunier reagiert und einen neuen rechten Verteidiger geholt. Und das gefühlt innerhalb von einem Tag, so schnell ging das. Und der neue Mann heißt Julian Riasson, 25-jähriger Norweger, kommt von Union Berlin und soll die rechte Seite nun beim BVB in der Rückrunde auch verstärken. Ob er der richtige Mann ist, was bei diesem Deal auch für Geld geflossen ist, besprechen wir alles in diesem Video. Und schreibt mal gleich eure Meinung zu diesem Deal in die Kommentare rein. Auch gerne, wenn euch diese Videos gefallen, ein Abo da lassen und dem Video ein Like geben, wenn ihr möchtet, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie auch schon vorher erwähnt, meine Frage gleich an euch: Was haltet ihr von Riasson? Passt er zu Dortmund? Und denkt ihr, dass der BVB hier auch einen guten Deal gemacht hat? Gleich mal dazu eure Meinungen in die Kommentare rein. Kommen wir mal zu den Fakten. Also Sport1 und Sky haben schon im Laufe des Tages darüber berichtet, dass die Dortmunder die Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen Euro von Riasson gezogen haben und dass der Norweger sich schon in Dortmund befindet und den Medizincheck absolviert. Riasson war generell ein sehr begehrter Spieler im Transferfenster, aber eher für den Sommer, denn sein Vertrag wäre ausgelaufen bei Union und auch Vereine wie Brighton aus der Premier League haben hier Interesse bekundet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Bundesligist auch seine Fühler nach dem Norweger ausgestreckt hat, aber Dortmund wollte den Rechtsverteidiger unbedingt und hat ihn eben auch gleich mit dieser Ausstiegsklausel geholt im Winter, natürlich auch durch den Ausfall von Meunier bedingt, aber man hat hier jetzt auf jeden Fall einen sehr erfahrenen Bundesliga-Rechtsverteidiger geholt. Auch wenn natürlich die Verletzung von, wie schon vorher erwähnt, Meunier eine große Rolle gespielt hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie Dortmund einfach auch den Konkurrenzkampf beleben will auf der rechten Seite. Eine Seite, die ja für Kopfschmerzen sorgt bei dem ein oder anderen BVB-Fan, weil Meunier ja wirklich nicht überzeugt hat in den letzten Jahren. Und Riasson könnte halt wirklich so ein hart arbeitender Spieler werden, wie zum Beispiel ein Piszczek auch früher. Und der halt auch Meunier dann, wenn er zurückkommt, wirklich auch hier den Konkurrenzkampf ansagen kann. Deswegen hier auch sicherlich der Gedanke von Dortmund, für 5 Millionen Euro hier einen soliden Rechtsverteidiger zu verpflichten. Kurz zu Julian Riasson, wie schon vorher erwähnt, 25 Jahre alt, aus Norwegen, rechter Verteidiger, spielt schon ein paar Jahre bei Union und hat sich dort mittlerweile zu einem der Stützen entwickelt, hat in dieser Bundesliga so 13 Spiele gemacht, so ein bisschen Abwechslung mit Christopher Trimmel, dem etatmäßigen Kapitän, kann auch auf der linken Seite spielen, aber klar, ist auf der rechten Seite gesetzt, spielt natürlich im Union-System als rechter Außenverteidiger mit mehr Zug zum gegnerischen Strafraum auf der Seite, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er beim BVB diese offensive Rolle gut einnehmen kann, weil der BVB versucht hier ein Spiel zu dominieren, offensiv zu sein und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er da reinpasst. Er ist zwar nicht der schnellste Spieler, aber das macht er durch seine große Zweikampfstärke weg. Laut Opta hat er bei Union die meisten Ballgewinne pro 90 Minuten in der aktuellen Saison gehabt und ist damit so ein richtiger Abräumer. Generell auch sehr viel auf dem Feld zu finden, der auch sich in den Dienst der Mannschaft stellt und deswegen hier auch ein Spielertyp vielleicht auch für Terzic, der er vertrauen kann, der auf der rechten Seite seinen Job erledigt und der nach vorne vielleicht den einen oder anderen guten Ball spielen kann. Was mich fasziniert, ist die Schnelligkeit des BVB hier. Sie haben den natürlich aufgrund auch von der Verletzung von Meunier hier schnell handeln müssen, haben das aber sehr leise und vor allem auch wenig gerüchtereich gemacht. Also wie gesagt, Sky und Sport1 haben das heute berichtet, aber wirklich am Tag der Verpflichtung und des Medizinchecks. Das zeigt auch, dass Sebastian Kehl hier wirklich mit Bedacht gearbeitet hat und vor allem auch den BVB-Fans hier auch so gezeigt hat, ja, wir können auch ruhige Transfers tätigen, vor allem die auch Sinn machen und auch unsere Positionen bestens besetzen können. Abschließendes Fazit, ich glaube, der BVB hat hier einen sehr guten Deal gemacht, für 5 Millionen Euro kann man nicht meckern, ein gestandener Bundesliga-Profi mit 25 Jahren, so jetzt kommt er natürlich in die beste Zeit seiner Karriere, zumindest physisch, und ist natürlich auch jemand, der dem BVB eine gewisse Garantie und Einsatzbereitschaft auch gibt, wie gesagt, glaube ich auch ein Terzic-Spieler, der ihm gefallen könnte. Deswegen hier auf jeden Fall einen Daumen hoch von meiner Seite. Was haltet ihr von diesem Deal? Glaubt ihr, der BVB hat sich mit Riasson einen guten Rechtsverteidiger an Land gezogen oder seid ihr kein Fan von diesem Deal? Gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Ich diskutiere wie immer gerne mit und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Like da lassen und den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und ich höre euch beim nächsten Mal. Bleibt sportlich, bis bald und ciao.